toll. Ich werde sterben. Bisschen Heilung oder so. War eigentlich für mich hättest du hier. Wäre ich dem sehr dankbar. Wenn du mal hier nicht durch das richtige Gebirge spazieren würdest. Hätte nichts gegen ein bisschen Rennen. Das fände ich ja schade. Jetzt wirklich nichts einzusammeln von denen. Ist ja traurig. Na komm, Jen. Wir hier nicht auf in der Kälte sterben, das wäre ein bisschen lächerlich. Verdammt! Avalach hat den Turm mit einer magischen Barrikade umgeben! Kannst du sie auflösen? Auflösen? Nein. Ich kriege höchstens einen Riss rein. Und nur ganz kurz, weil... Genauerchen, kommen wir beide durch? Nein! Du musst alleine gehen! Habe ich schon befürchtet. Ich komme mit Ciri zurück. Ich weiß! Agoret, Cheygane, Agoret! Jetzt, Geralt! Wie soll das funktionieren? Gut wie tot. Geh jetzt! Und bestell Avalach! Herzliche Grüße! Kann das nicht nochmal machen und selbst durchkommen? Gib dich zum Elfenturm. Kann ich kurz meditieren? Wahrscheinlich nicht, wie ich das kenne. Geheilt habe ich. Warte, kann ich neue Tränke brauen vielleicht? Oh, ich habe neue. Scheint so, als hätte ich das. Hallöchen, aber noch. Der nächste Bosskampf, bitte. Luin, jetzt nicht jetzt schon mal wieder schmettern, während er. Geralt, wie bedauerlich. Ich hatte gehofft, dass du dies nicht mit ansehen musst. Wo ist Ciri? Ganz nah. Wir hätten ihn von Anfang an misstrauen sollen. Mir reicht es mit deinem Scheißdreck. Ciri war unterstützt. Bringt es hinter uns. Darauf falle ich rein? Da irrst du dich gewaltig. Ich habe dir einmal vertraut. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Ich bin nicht dein Feind. Ich helfe Cirilla doch nur. Ich glaube dir nicht. Kann ich nicht. Nicht nach all dem. Glaubst du denn mir? Avalach sagt die Wahrheit. Ich habe ihn gebeten, mir beim Öffnen des Turms zu helfen, den ich betreten will. Bitte was? Zum Teufel tust du das? Die wilde Jagd ist besiegt. Die weiße Kälte aber nicht. Die Prophezeiungen sind wahr. Ich habe Welten gesehen, die in Eis gefesselt sind. Ich weiß, was euch erwartet. Nur das ältere Blut kann die weiße Kälte aufhalten. Nur ich kann es. Ich gebe sie nicht schon wieder, ja. Alter Schwede. Du musst dieses Opfer nicht erbringen. Da liegst du falsch. Die weiße Kälte ist unvermeidbar. Sie wird die Welten einfrieren, eine nach der anderen, und alles Leben vernichten.
Nur ich kann die Zerstörung verhindern. Ich habe lange darüber nachgedacht. Mein Entschluss steht fest. Es muss einen anderen Weg geben. Was weißt du schon vom Weltenretten, Dummkopf? Du bist ein Hexer. Ich will es. Das ist meine Geschichte, nicht deine. Lass sie mich zu Ende. Falsch. Das ist Geralts Geschichte. Tu mir das nicht an. Bitte, nicht jetzt. Geralt, glaub mir. Geralt kann sie nicht schon wieder verlieren. Ich würde gerne Glühwein in einer Taverne trinken und meine Stiefel trocknen. Ich muss es versuchen. Für dich und Yen und Triss, für alle. Drück mir die Daumen. No, nein. Aber nach gesagt hat, sie ist noch nicht bereit. Warum? Was zum Henker? Jetzt schickt er sie auf eine stärkere Mission, auf eine größere Mission. Was zum Henker? Warum? Sie doch nicht überleben. Sie hat schon bei dem Kampf gegen gestruggelt. Wie soll die das überleben? Gerade gerettet und wieder verloren. Ach, bitte nicht. Hätte sie festhalten und zurückziehen müssen. Hätte sagen müssen, ich verbiete dir mitzukommen. Verbiete dir dahin zu kommen. Als ob die da heile zum Punkt. Das kann es doch nicht gewesen sein. Vizima Hauptstadt. 2 Wochen später. Folge er mir bitte. Ich habe mich nicht getraut zu sagen, ich verbiete es dir mitzunehmen. Dorthin zu gehen, das ist weil. Ich hätte gedacht, die sagt dann eh. Die sagt dann Scheiß drauf, ich gehe trotzdem oder so, dann hätten wir sie noch gehen müssen, da hätten wir sie noch. Hätten wir sie wütend verlassen, als dann wäre sie im Streit weggegangen. Das ist also. Es sah für mich nicht nach einer Alternative aus. Ich hätte es machen müssen. Hätte sie aufhalten müssen. Verdammt. Die Dania werden bald hier sein. Die Entscheidung seine kaiserliche Majestät wartet. Jetzt holen wir uns den Stern am Geigen, weil wir sie nicht aufgehalten haben. Die Tochter des Kaisers.
Nach all dem. Sprich. Ciri ist tot. Nein, ist sie nicht. Wie ist das passiert? Die weiße Kälte. Kennt ihr die Prophezeiung? Ciri wollte sie aufhalten. Das hat sie auch. Aber den höchsten Preis gezahlt. Scheiße, Mann. Ich glaube nicht, dass sie jemals gefunden wird. Wer weiß noch davon? Avalach, der elfische Wissende. Aber auch ihn werdet ihr nicht finden. Hätten wir sie aufhalten können. Und Yennefer? Sie will im Norden bleiben, wenn ihr nichts dagegen habt. Habe ich nicht. Und du? Da ist jemand, der auf mich wartet. Triss Merigold? Keine Angst. Ich werde sie nicht verfolgen lassen. Hat Cirilla gesagt, hat sie dich gebeten, mir etwas auszurichten? Sie war traurig, dass sie euch nicht Lebewohl sagen konnte. Hat sie das so gesagt? Wirklich? Natürlich. Das musste sie nicht. Sie wollte Frieden mit euch schließen, das weiß ich. Wenn es sonst nichts mehr gibt... Doch, eines noch. Aber du kannst gehen. Hexer, ich will dich nicht mehr sehen. Nie wieder. Wir sehen uns in Witcher 4. Ist das jetzt das Ende? Haben wir Ciri in den Tod geschickt? Verdammt, soll ich sein. Braucht ihr Hilfe mit eurem Wagen? Nein. Das ist eigentlich nicht direkt unserer, eher ein gekapertes Fahrzeug. Beute, könnte man sagen. Die Leute haben ihn offenbar in der Eile zurückgelassen. Wohin sie geeilt sind, weiß ich nicht. Aber es wäre doch eine Schande, wenn er den Roten in die Finger fiele. Veränderung liegt in der Luft. Man gewöhnt sich dran. Jetzt sind die Schwarzen weg. Da werden die Hexenjäger bald eintreffen. Aber das Leben geht weiter. Wir müssen das Beste draus machen. Wie wahr? Also, an die Arbeit, bevor uns die Nacht überrumpelt. Braucht ihr wirklich keine Hilfe? Ich glaube, wir kommen zurecht. Wohin willst du? Zur nächsten Taverne, wie du aussiehst. Ja, aber erst habe ich noch eine Verabredung. Beim ehemaligen Lager der Nilfgaarder. Bis dann. Gib dich zur verfallenen Festung. Scheint hier wirklich schon sehr final zu sein. Das Durchspielen, als wäre das jetzt schon das Ende. Das Happy End, ich weiß es nicht. Ciri ist tot. Das gefällt mir gar nicht. Ich habe auch keinen manuellen Speicherpunkt für. Ich habe da. Muss mal gucken, Habe ich einen Checkpoint davor? 1922, das könnte hin, 1926. Könnten wir mal gucken, ob wir da noch
Und dann alten Spielstand vielleicht noch irgendwie. Dass das jetzt das Ende ist. Und was nochmal versuchen, sie abzuhalten. Ansonsten werden wir damit leben müssen. Mit dem Ende. Ich meine, da scheint ja was dran zu sein, dass die Ciri die Weißkälte gestoppt hat, dass das jetzt wirklich, jetzt ist Frieden, jetzt die sich geopfert, um die Welt zu retten. Das schien schon kein Blödsinn zu sein, also. Aber da hat schon scheinbar keinen Schwachsinn gequatscht. Sonst wäre sie ja da wirklich auf. Das hätten wir gesehen, wie sie irgendwie auf eine Falle getroffen wäre und für nichts und wieder nichts gestorben wäre. Da schien ja wirklich ein gutes. Sie scheint sich ja wirklich geopfert zu haben für die Welt. Also ihr Tod war nicht vergebens. Auch wenn ich sie lieber irgendwie gerettet hätte. Ich glaube, wir hatten da auch nicht wirklich eine Option. Das war auch wirklich. Los, los! Deswegen habe ich auch nicht gewählt, dass sie aufhält oder so. Das hätte sagen können. Ich verbiete es, dass du losgehst, aber. Ich denke, das hätte am Ende jetzt auch nichts geändert. Das hätte da nicht. Das hätte da nichts gemacht. Hätten da nicht. Und wir hätten sie nicht retten können. Wir hätten uns nochmal gezankt und dann wäre so. Okay, der Kaufmann will nicht. Wir hätten uns nochmal gezankt und dann hätten wir gesagt. Wäre sie trotzdem gegangen. Ich denke, dieses Ende ist unvermeidbar. Vitanus. Die wäre gegangen, ob wir es gelassen hätten oder nicht. Ich reite hier gerade mal im Schritttempo. Langsam. Ach, ist ja nicht mehr weit. Wir wollen jetzt mal nicht durch das Ende durchwaschen. Lass uns am Ende hier noch ein bisschen Zeit. Etwas endet, etwas beginnt. Das scheint hier wirklich. Wir scheinen ja am Ende der Hauptstory zu sein. Auf Nebenquests haben wir weitestgehend geschissen. Ich meine, ich habe schon ein paar Stück habe ich schon gemacht, aber nur wenn sie so ein bisschen halbwegs zur Story gehört haben. Los, los! Okay, es klappt immer noch nicht. Okay, da müssen wir zu Fuß hoch. Ah, ich weiß, wo wir sind. Da, wo wir in den ersten Minuten des Spiels, in der ersten Stunde des Spiels hinkamen. Wir sind jetzt wieder fast am Anfang. Meister Ort. Keiner da. Wie es ausschaut. Keiner zu Hause. Wurde bestimmt aufgehalten. Meditieren wir ein bisschen. Stunden später. Du bist spät dran. Die Soldaten blockieren die Straßen, ich weiß. Schon gut. Hast du es dabei? Wie vereinbart. Die Klinge ist knapp einen Meter lang, wiegt beinahe 40 Unzen. Mit Silber beschichteter Sideritstahlkern, Glyphen und Runen entlang der Klinge und am Heft. Wunderschön. Scheint ein legendäres Schwert zu sein. Ich bin seit 30 Jahren im Geschäft. Nur die größten Schwertmeister können sich meine Waren leisten.
Du kannst mir glauben, wenn ich sage, dass kein Hexer je eine bessere Waffe hatte. Dein Ruf eilt dir voraus, Meister Ort. Ich würde niemals an dir zweifeln. Die Inschrift, so wie du sie wolltest. Zirael, Schwalbe. Klassische Runen in der älteren Rede. Schnörkellos, einfach und präzise. Darf ich? Es gehört dir. Wenn du es ausprobieren möchtest, meine Helfer haben eine Trainingsfigur aufgestellt. Hier die Bezahlung. Nur Edelsteine, wie gewünscht. Falls du Arbeit suchst, eine Striege soll den Mariborwald unsicher machen. Danke. Ich muss zuerst in die Taverne, aber dann, wer weiß. Ich habe noch DLCs zu spielen. Hexer. Obwohl das jetzt hier das Ende des Hauptspiels ist. Wir werden hier noch eine Weile lang spielen. Sind wir wieder zu schwer? Das ist das neue Schwert. Zielreihe, Silberschwert. Hat keine Stärke. Wir werden es testen, wie schwer und wie stark das ist. Das ist ja großartig. Ne, das können wir wegwerfen. Was mal ausprobieren. Silberschwert. Was die Reihe kann. Hier waren wir am Anfang, im ersten und zweiten Part. Hier stand ein Tisch da mal mit dem in dem kaiserlichen Boten, oder wie das war, mit dem haben wir verhandelt. Ganz am Anfang gab es dann eine Sache. Ich hoffe mal, das Silberschwert hat was drauf. Haben wir hier irgendwo noch einen Gegner, den wir kämpfen können, oder? Was haben wir hier eingesammelt? 195-239. Schon besser prinzipiell. So ein Runenstein weniger, aber Vikovianische Klinge. Zwergklinge, nee, will ich nicht Zwergklinge. Zwergenklinge und Zirreihe. Das ist doch perfekt. Was liegt hier noch so rum? Ein paar Ohren. Ist. Ich würde gerne mal Silberschwert
Ziel kannst du mich angreifen, als ob. Ich meine, die hat leider keinen Schadensbalken, aber bräuchte mal irgendwo ein Monster, was wir angreifen könnten. Finden wir bestimmt unterwegs, auf dem Weg zur Taverne. Irgendwo ein Monster, was wir damit abschlachten können. Ist das nicht großartig? Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass das Ende mit Ciri so geplant war. Ist das leider nur vage? Ich kann jetzt das neue Schwert nicht testen, aber. Vielleicht kriegen wir irgendwo noch einen Ertrunkenen. Los, lauf! Sekunde. Da ist was Weißes. Was hier oder? Oha, Anfängerrüstung, Saboteurset und so. Ist gar nicht schlecht. Und ein Knödel. Jetzt können wir es noch aufheben, warum wir gerade nicht so dringend. Und weiter geht's. Langsam. Taverne. Haben wir hier. Okay, das ist dann doch ein bisschen Weg. Können wir mal ein bisschen beschleunigen. Oha. Scheiße, der Hexer!